Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Inside für die Nintendo Switch. Hier sind wir gelandet, durch eine Wasserblase geschwommen und unser kleiner Junge weiß immer noch nicht wohin, sondern durchläuft einfach nur endlos lange Korridore und Wasserbecken. Menschen. Aber hier müssen wir nicht. Okay, aber die stehen auf jeden Fall in so einem Gitter drin. Fühlen sich da wahrscheinlich wohl. Uns egal sein. Denn wir wollen in die andere Richtung. So. Schon was hoch. Guck mal. Hier kann ich also Wasser mit dem Wasserspiegel senken. Jetzt kann ich schwimmen. So komme ich natürlich auch überall hin. Das ist natürlich clever. Kann ich rein? Nö. Kann da hinten. Die Frage, wie hoch man das machen soll. Hoch man das. Hier, warte. Okay, die gehen natürlich zu dann. Und da nicht mehr rein. Gehen wir runter zum Schalter. Aber nur so macht, dass wir gerade. Okay. Und so können wir es machen. Könnte man hier hochgehen. Würde hier schwimmen können. Hier wieder runterkommen. Ja, das geht trotzdem nicht, ne? Oder? Ne, kann man nicht. Okay, wir müssen es ein bisschen höher machen vielleicht noch. Hier runterspringen. Ja, abgespaced, ne? Da hinten wieder aufgegangen, habe ich gesehen. Na, guck mal. Können wir trotzdem da durchkommen? Jetzt können wir nicht. Jetzt müssen wir kurz überlegen, wie man das Rätsel hier löst. Denn ich bin gerade nicht sicher, was wir da machen. Ja, okay, wir können es mal runtersetzen, zwar, aber dann kommen wir hier nicht durch, das ist das Problem. Wir gehen die Türen zu. Jetzt die Tür auf, aber ich komme da ja nicht rein mit dem Wasser. Geht die Tür zu? Lass sie auf. Kommen wir da irgendwie hin, dass wir da kommen ins Wasser? Brauchen wir irgendwas, was wir hier reinschieben können, glaube ich. Wir laufen nochmal zurück. Irgendwas muss es ja geben. Eigentlich diese kleinen Menschen da. Oder ich kann eine Kiste hier mitnehmen. Auch. Ah, guck mal. Okay, okay. Das macht Sinn. Ah, es sind immer ganz schön lange Wege, die man die Sachen schieben muss, finde ich. Oh, das hätte auch anders laufen können. Dann ist, oh, der holt die Menschen ab. Ist das ein Vater mit dem Sohn? Vater-Sohn-Tag in der Firma?
auch abgespaced, ne? Mir ist das mal an. Tschüss, Menschen. So, weiter geht's. Das soll nicht unser Problem sein, wir wollen hier nur entkommen. Nicht erwischt werden von diesen komischen Leuten. Was immer die mit uns vorhaben, aber es. Ja, es ist anscheinend nichts Schönes. So, jetzt nur kurz hier rauf. Müssen wir, glaube ich, hier einmal kurz was runterlassen. Die Frage. Ist auf jeden Fall ein bisschen rüberholen. Muss überlegen, wie wir es am besten machen. Natürlich hier hinstellen. Hier rüber schwimmen. So, da bleibt sie. Wir gehen nochmal runter. Auf der anderen Weg. Reicht das? Könnte ich doch darauf klettern und ins Wasser hüpfen, oder? Ich mir das zumindest vor. Yes. Dann schwimmen wir darüber. Und klettern da runter. Schon echt gut gemacht, muss ich sagen. Oh. Sind das Minen? Stimmt. Kommen wir nicht ran. Sieht aus wie Minen. Weiß ich nicht, was wir sind. Gut vorstellen. Oh. Runterschwimmen irgendwo? Hier sind schon wieder diese. Ach, hier waren wir doch schon, ne? Guck mal, da ist ein Typ da unten. Okay, ganz so weit runter darf ich wahrscheinlich nicht schwimmen. Entdecken die mich bestimmt. Wir laufen mal hier links. Oh oh. Ah, da oben ist ein Schalter. Da kommen wir wahrscheinlich nur ran, wenn man hier Wasser reinfüllt. Hm. Okay. Frage, ob es so schlau für mir war, da gerade runter zu springen. Was ist da hier oben ja rein? Ich will jetzt nicht einfach so rein. Irgendwas hier. Bis an, hier. Okay. Kommen die alle hinter mir her? Wie nett sie sind. Folgen sie mir? Brauche ich dieses Kopfding vielleicht nicht mehr? Kann ja auch sein. Oh, nichts Schlimmes von mir. Die folgen mir jetzt alle. Das ist ja cool. Okay. So, kommt mal her, Meute, und lasst mich hier hochspringen. Nochmal. Okay, ich komme trotzdem nicht ran. Könnt ihr mich nicht da hoch? Warte mal los. Okay, sie kriegen mich da nicht ganz hoch, das ist natürlich ärgerlich. Ich will mich vielleicht weit werfen. Nein, bleib mal da, nimm mich mal hoch. Und dann. Hier. Hoch.
Was? Du müsst mich doch hier hochbekommen. Ja, und da stehen. Nee, das wird nichts. Dann müssen wir uns noch irgendwas holen hier. Moment. Stimmt da ja nicht. Ach, warte, jetzt habe ich eine Idee. Vielleicht können wir das Wasser ja wieder runterlassen und dann können wir mich von da aus irgendwie runterschmeißen. Nein, da bin ich mit. So, vielleicht können sie mich an den Griff ranschmeißen. Hol ich das Wasser wieder runter. Hä? So, jetzt kommt ihr wieder mit. Damit ich mich da vorne gleich hochwerfe. Das müsste funktionieren. Genau. So hätte ich es mir vorgestellt. Eigentlich nicht, aber so denke ich mir, es funktioniert. Danke. So, ich berühre jetzt den Schalter für uns. Ihr könnt gerne mitkommen. Das ist gut gemacht, ne? Irgendwie. Jetzt muss man natürlich genau noch das Timing haben. Noch mehr. Kommt ihr auch mit? Da. Alle folgen mir. Ich bin ein geborener Führer. Los, folgt mir. I might need the way. Jetzt. Okay, hier müsst ihr mich rüberwerfen, Leute. Danke. Ja, ist natürlich doof für die, ne? Mal machen. Wir fliegen auch da runter. Ach, guck mal. War vielleicht gar nicht so schlecht, sonst hätten sie mich nicht gefangen. Okay, jetzt werft mich mal hier hoch. Andere Sichtung. Warte mal, ich muss mich kurz drehen. Los. Ihr könnt leider nicht mitkommen. Aber vielleicht kann ich euch gleich nochmal befreien, dass ihr doch noch mitkommen könnt. Guck mal, hier kann man schon eine Tür aufmachen. Dann sind sie alle zerquetscht da oben. Warte mal, lauft man in diese Richtung? Könnt ihr mitlaufen? Und die, ne? Gut. Und die bestimmt irgendwo runterfallen gleich. Ja, vielleicht. Der. Oh, lustig, ne? Ist irgendwie lustig gemacht. Moment. Den anderen Weg finden wir auch noch. Hoffe ich. Keine Ahnung, wie weit wir die mitnehmen müssen, aber ich glaube, es muss schon ein kleines Stückchen sein. Macht ja keinen Sinn irgendwie, ne? So, warte, jetzt hier längs. So, die Tür müssen wir aufmachen. Da helft ihr einfach mit. Alle heben hoch. Super starke Männer. Oh, da könnten schon andere Leute. Die wollen uns wahrscheinlich die Menschen klauen. Oder wissen schon, dass wir was vorhaben. Oh, oh. Okay, los, ich muss da hoch. Aber ihr müsst leider da bleiben. Schade für euch. Vielleicht kann ich euch ja nochmal holen. Haltung 4. Gehirnwäsche. Oh, raucht noch eine Zigarette? Das heißt, hier ist jemand. Hier war jemand am Telefon dran. Sind wir wild in Aufregung da, die Leute? Im Hintergrund. Haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ein kleiner Junge so weit kommt. Da werden irgendwelche Testkandidaten gefilmt. Wie denn da? Hä?
Der Junge, will er mich haben? Nee, rennt er mir vorbei. Ach, guck mal. Ich bin hier. Was ist denn da? Also, die beobachten mich schon, denken sich, aber naja, wird schon seine Richtigkeit haben, dass hier ein kleiner Junge ist. Aber hier kann man bestimmt hoch, oder? Ah, guck mal. Hoch. Hey, der ist aber auch ein Klettermax, ne? Schauen wir doch mal an, was die ganzen Leute da angucken. Mich am interessieren. Kann ich das drücken? Ne, kann ich nicht. Und von oben rein. Wir können es leider nicht sehen, das ist natürlich ärgerlich. Hätte es ja auch gern gesehen. Haben sie ein paar umgedreht? Aber uns nicht entdeckt. Auch gut. Ja, muss ja hier stehen, ne? Aufzumachen. Draufstehen ist natürlich Quatsch. Diese Lichtspiele sind auch nicht schlecht, ne? Okay, wir fahren mal runter. Mal sehen, wie weit kommen wir runter? So weit kommen wir nicht runter, also müssen wir mal hochfahren. Oder müssen wir hier runter irgendwie? Wir müssen, dass wir hier hin müssen. Wir sehen von der Leiter. Höher kommen wir nicht. Also müssen wir in diese Richtung gehen wahrscheinlich. Aber ich muss da irgendwie rüber jumpen können. Er dreht ja immer das Ding gleich. Warte mal. Wie hoch? Okay. Und da runter? Wo wir hinkommen? Ist auch ein riesen Komplex, muss ich sagen. Ein wirklich riesengroßer Komplex. Müssen wir jetzt rein? Na gut, dann springen wir doch rein. Das sind Griffe, da halten wir uns mal dran fest. Oh. Okay, jetzt machen wir auch mal schnell. Weiß nicht, ob wir den unten auch mal aufmachen sollen, das versuchen wir einfach mal. Hätten wir vielleicht erst machen sollen. Vielleicht. Weiß es nicht. Kommen wir noch weiter runter? Komm schon, du schaffst es, Junge. Wenn einer es schafft, dann du. Oh, können wir von der Seite vielleicht schwimmen? Mal schwimmen wir da runter. Nicht runter. Lass uns mal reintreiben. Machen wir es gleich mal andersrum. Sieht gar nichts, okay. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt irgendwie. Ey, wieso komme ich denn nicht weiter runter? Das dauert halt so lange. Wir müssen da ein bisschen warten. Aber geht immer sonst einen halben Zentimeter weiter runter. Einen Knopf, oder irgendwas machen. Jetzt machen wir schnell das Ding unten auf. Jetzt.
Das schaffen wir nicht in der Geschwindigkeit. Machen wir denn da? Was machen wir denn da? Müssen wir mal kurz hochgehen und mal gucken. Turbine an ist. Du schaffst es. Ja, jetzt. Und loslassen. Ich habe keine Klamotten mehr an. Ich bin ein nackter Junge. Und ich bin in diesem... Was bin ich denn hier? Was ist das denn? Okay, jetzt befreien wir mal das Ding. Ah! Die halten mich fest, die Assis. Ich will euch doch nur helfen. Nein! Aufgefressen. Scheiße. Jetzt kann ich das ganze Ding steuern hier. Guck mal, ich kann das festhalten da. Alter Schwede. Wir sind immer ein hässliches Teil. Okay. Jetzt wird's verrückt. Ja, auch weiterlaufen. Alter. Reißen wir doch raus. Kein Problem mit. Wir sind ein Team. Alter, es ist abgefahren. Oh nein, hier stehen die ganzen Leute. Fangen wir die alle auf? Wieder hinterher? Ja. Wo laufen wir denn jetzt hin? Eklig. Kann ich mich hochwerfen? Ist das ein ekliges Viech? Oh nein. Das kriegt ja Angst, ne? Oh. Alter, das ist abgespaced. Wie kommen wir denn hoch? Kommen wir nicht hoch, in eine andere Richtung gehen. Wie die alle gucken, die Leute. Hier raus. Ah, den nehmen wir mit. Das schockt richtig, das Ding zu spielen, irgendwie. Darauf. Dann da oben rauf. Ist das eklig, aber geil gemacht. Das Ding ist wirklich sehr cool gemacht. Oh, jetzt sind wir in der Mensa. Hallo. Ups, heute gibt es Spaghetti und Fleischbällchen. Oh, da ist der Chef. So, Chef, hast du ein bisschen Angst? Es wird gegessen.
Ei. Die haben wir geplättet, würde ich sagen. Nicht hochheben? Nee. Ich komme jetzt, wenn es blutig unten. Ist das abgespaced, oder? Wir schwimmen? Nee. Kann man das mitnehmen hier, das Brett? Kann ich. Doch, da. Ja, komm weiter, das wollte ich mitnehmen. War schon richtig. Was denn, wofür? Nimm es einfach mit. Nutzen wir jetzt Rambock wahrscheinlich. Noch nicht. Ja, sehr gut. Okay, wofür wir denn das Brett benutzen sollen, weiß ich auch nicht. Ach doch, warte. Oben Knopf. Müssen wir den wahrscheinlich da oben drücken irgendwie, ne? Das rote Teil da oben. Oh, komm schon. Oh, schon wieder nicht. Ist doch gar nicht so leicht. Hey, das ist doch verrückt. Kriegst du dich hin? Da! Oh, scheiß auf die Hunde. Die können uns nichts. Da hab ich selber Angst. Okay, dann müssen wir uns raufstellen. Was stellen wir denn darauf? Den Stock da? Leicht, ne? Also irgendwie sind die Hunde so ein bisschen lästig, aber die tun uns ja Gott sei Dank nichts. So. Das ist ein echt ekliges Teil, aber es schockt Hammer, das zu spielen. Oh oh. Platsch. Oh, da ist einer abgefallen. Aber wir werden wahrscheinlich immer kleiner werden. Wahrscheinlich nicht hoch, oder? Mach die Tür auf für uns. Dankeschön. Ja, nett, aber ist vielleicht auch eine Falle. Okay, wir müssen wahrscheinlich da runter. Es ist eklig. Wir werden immer wieder ein paar sterben die ganze Zeit. Hier runter oder da links? Warte mal. Schmeißen wir nochmal da hoch. Können wir den hochschmeißen? Ins Loch rein? Nö, passiert nichts. Gut, aber ich glaube, es reicht auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken mal, wo wir mit dieser menschlichen Masse das nächste Mal aufschlagen. Bis dahin, tschüss.